Howdy folks and welcome zurück zu Coral Island 1.0. Und wir haben einen merkwürdigen Traum. Du hörst eine Stimme, verstehst aber nicht, was sie sagt. Rucola. Versuch dich auf meine Stimme zu konzentrieren. Gut, jetzt hör gut, hör genau zu. Die heiligen Bäume bitte der Besuch einen von ihnen. Du findest sie auf der ganzen Insel. Berühre die Tafel, um sie zu beschwören. Die werden dir die Augen öffnen. Du bist meine Hoffnung, die Insel zu heilen. Und jetzt wach auf. Letzte Nacht hattest du einen merkwürdigen Traum. Request mystischer Traum. Das Labor sucht nach einem passenden Tauchkandidaten. Alle Bewerber müssen vor Ort einen Test absolvieren, bis sie den Anforderungen, ob sie den Anforderungen gerecht werden. Schau beim Tauchbier vorbei. Ich habe gesehen, dass du jemandem Anfragen an schwarzes Brett erfüllt hast. Ich bin beeindruckt. Danke, dass du dich aktiv an unserer Gemeinschaft einbringst. Du verstehst nicht. Hey. Du verstehst nicht, was dort steht. Thank you.
bist ein Fisch und da ist. Jetzt gehen wir zum Pier. Greifen wir an. Stehen. Greifen wir. Ein Fisch. Ein Müll. Noch nichts mit Fisch. Rauf da. Ah, Hallöchen. Ich habe eben aufs Meer hinausgeschaut. Seit der Ölkatastrophe haben die Leute den Ozean vergessen. Eigentlich stimmt das nicht ganz. Die denken immer noch daran. Aber er ist jetzt das Problem von jemand anderem. Jemand wird sich schon darum kümmern. Es reicht, wenn sie sich deswegen sorgen. Das ist wirklich schade, weil wir noch immer etwas unternehmen können. Es bleibt noch Zeit. Außerdem verkümmert auch der ganze wertvolle Seetang dort unten. Tut mir leid, dass ich meine Sorgen heute ablade. Bist du wegen des Briefs hier, den ich geschickt habe? Murmel, was mache ich nur, wenn es mit dieser Person auch nicht klappt? Ach übrigens, ich bin Link. Ich leite das Labor in der Stadt. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Es sieht folgendermaßen aus. Du brauchst einen Taucheranzug fürs Wasser. Und ich brauche jemanden, der meine Wissenschaft da unten aktiviert. Lass uns fürs Erste nur einen Tausch machen. Wenn du 5 Sonnenorbs im Ozean aktivieren kannst, darfst du den Tauchanzug behalten. So sieht ein Sonnenorb aus. Du solltest deine Sense mitbringen, um den Müll wegzuräumen. Die Orbs sind ziemlich sicher darunter begraben. Falls du einen aktivieren kannst, gehen wir davon aus, dass etwas passiert. Weil bestimmt irgendetwas passieren wird, wirst du bestimmt Fragen haben. Aber dazu kommen wir, wenn es soweit ist. Was auch immer passiert, du solltest wissen, dass die Sonnenorbs der Schlüssel zur Heilung unseres Ozeans und der kranken Korallen sind. Da ich nicht selbst mit dir in den Ozean untertauchen kann, wird Bikini der Roboter begleiten. Wie genau er funktioniert, erfährst du, sobald du unten bist. Wie genau es funktioniert? Lass mich wissen, wie es läuft. Ich muss zurück zu meinem Labor. Viel Glück, Rugula. Auch ein Zug. Das ist doch kein Sieger. Tauche im Meer. Auch im Meer. Wir tauchen. Time to die.
Du kannst das Tauchen jederzeit beenden, indem du den Anker verwendest. Drücke X, um den Anker zu rufen. Schnecke. Thank you.
Wann jetzt? Jetzt mehr. Ein schöner Tag. Vielleicht backe ich später ein paar Mondkuchen, aber die ich abends mit einer Tasse Tee genießen kann. Vielleicht weiß ich, wie man Mondkuchen backt. Ich backe nicht nur Kekse. Die Wettervorhersage für morgen ist sonnig.